Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Wuff, eine neue Komödie aus Deutschland, wo es ja schlecht oder schwer zu überhören um Hunde geht. Fast er kann, das erfahrt ihr jetzt. So, und jetzt ruft eure Hunde. Jetzt komm endlich her! Mann, hör doch einfach, komm doch mal endlich her! Gangster, was ist los mit dir? Gangster, was ist los mit dir? Schrei deinen Hund nicht so an! Du würdest auch nicht kommen, wenn man dich anbrüllt, oder? Ja, aber Frau Lehmann, wenn Gangster nicht hört, dann muss ich doch irgendwann mal... Du hast deinen Hund Gangster genannt? Ja, der passt auf mein Haus und auf mein Grundstück auf. Gangster, komm mal her! Halt mal, lass mal den anderen da an. Du hast mich heute einfach blamiert. Warum machst du so? Hier werden verschiedene Geschichten von Hundebesitzern mit ihren Vierbeinern erzählt. Und das Ganze auf eine sehr lustige, komödiantische Art. Wir haben hier zum Beispiel Ella, die wurde gerade von ihrem Freund verlassen und denkt sich dabei, scheiß drauf, ich will einen Hund haben, den traurigsten Hund von allen. Und der ist natürlich im Tierheim zu finden und ein sehr abgedrehter Mischling. Und ja, der natürlich nicht so perfekt hört, wie man sich das gerne wünscht. Aber ja, sie nimmt ihn mit und der stellt ihr Leben so ein bisschen auf den Kopf. Dann haben wir noch Cecile, die hat einen etwas ja, kräftigeren Bernardiner, allerdings auch einen behinderten Sohn. Und dieser Hund ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt für den Kleinen. Dementsprechend ja, ist er sehr wichtig. Allerdings ihr Mann ja, ist nicht so ganz begeistert, denn der Hund sagt, ey, ich bin hier der Boss. Und ja, springt ihn immer an und macht ihn sozusagen fertig, so in Anführungszeichen. Aber das ist, ja, sie ist auch so nicht wirklich glücklich in ihrer Ehe und versucht das Ganze irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Zu guter Letzt haben wir dann noch Olli, der ist so eine Art ja, Draufgänger. Beziehungsweise, wie nennt man das, ja, der hat keinen richtigen Job. Und er muss sich dann um den Hund einer Bekannten, die im Krankenhaus liegt, einer älteren Dame, kümmern. Und ja, die Hündin ist jetzt so ein kleiner, süßer Wuff und er weiß gar nicht, wie er das machen soll. Aber merkt dann, irgendwie läuft das ja ganz gut und stellt ein eigenes Hundebusiness auf die Beine. Sehr cool erzählt auf diese Art und Weise. Und ich muss sagen, insgesamt, es ist definitiv kurzweilig. Für Hundefreunde definitiv schön. Es ist alles so in eine Richtung Liebeskomödie und funktioniert eigentlich ganz gut, weil die Hunde sind süß. Also es ist ein bisschen nervig, wenn Leute im Kino sitzen, die ganze Zeit sagen, oh süß, oh, oh, oh. Ist nervig. Aber so wirklich, die Hunde sind schon ganz nett, süß, manche mehr, manche weniger. Aber insgesamt ist es halt wirklich so ein Film für Hundeliebhaber und so von der Geschichte her ist es eigentlich auch recht solide. Vor allem, weil die Hunde auch relativ gut in die Geschichte mit eingebracht worden sind, sind auch gute Schauspielhunde. Auf jeden Fall, ja, hier von der Geschichte her 3 von 5 Punkten solide, nichts Besonderes, solide. Deswegen, ja, vom Schauspiel her muss ich sagen, haben wir hier einige bekannte Gesichter. Natürlich ganz vorne haben wir Frederik Lau, aber zum Beispiel auch Kostja Ullmann oder Emily Cox oder auch Johanna Wokalek. Insgesamt gutes Schauspiel, passt solide. Dementsprechend, ja, Schauspiel 3 von 5 Punkten. Technisch sieht der Film okay aus. Er ist jetzt nichts großartig Besonderes, aber er hat einen relativ schönen, bunten Look. Also sieht auch nach Kino aus. Insgesamt schön geworden, kann man sich auf jeden Fall auch im Kino angucken. Für Hundefans sowieso, für alle anderen, ja, ist in Ordnung. 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, ja, der Film ist ganz schön geworden. Er ist unterhaltend. Jeder, der auf Hunde steht, kann sich den angucken. Kinder jetzt nicht unbedingt, vielleicht so ab 12 ungefähr, weil es halt eher um die Beziehung von Erwachsenen geht, um so eine Art Liebesgeschichte und das ist halt eher so, die sind halt eher so Ende 20, Mitte 30 oder bis 50 ungefähr. Also ist schon ganz nett. Er ist sehr lustig an manchen Stellen. Dementsprechend so ist in Ordnung 3 von 5 Punkten. Deswegen insgesamt auch 12 von 20 Punkten. Solide, sauber geworden. Ja, ist für seine Zielgruppe schön geworden. Ja, alle anderen müssen sich den nicht im Kino angucken. Wer aber so auf Hunde steht und so eine kleine Liebesgeschichte drumherum haben will, passt das. Und ist auch nicht lächerlich gezogen, ist wirklich auch nachvollziehbar schön. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke, werdet ihr über alle neuen Videos benachrichtigt. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao! Hey Friede, ist doch gut jetzt. Ludwig ist heute Chef, Kunden ist König, du kennst das, du kennst die Gesetze.